Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video wieder. Hier euer Max001. Ja, hier könnt ihr sehen, mein Kader weiterhin. Wir haben letztes Spiel verloren. Kurz nachgucken. Da. Gegen Hoffmann 2-1 verloren. Hier gegen Frankfurt haben wir 3-2 gewonnen. Ja, das ist Pech gewesen. Genau. Ich würde sagen, braucht eh keinen neuen Spieler mehr. Ja, ich habe ja alle Spieler. Das heißt für mich, ich würde sagen, wir tun einfach hier den Tag bis zu Stuttgart simulieren. So. Ich glaube, da unten ist es Kovac. Sieht aus wie Kovac hier unten. Also, Monatsbericht, Jugend, Scouting. Kuhn war, glaube ich, der Gute. Ja, ich glaube, Kuhn war der Gute. So. Thiago will gern spielen gegen die Bayern. Bayern, genau. Gegen, ihr wisst, wie ich meine, die Bayern. Was? Gegen Stuttgart spielen wir weiterhin. Ich glaube, die Mannschaft lasse ich einfach so. Die Mannschaft passt mal noch gerade so gut zusammen. Passt perfekt. Vielleicht sogar Davies noch wechseln mit Sané, aber ich will ja auch gewinnen. So ist nicht. Das passt gar nicht. Wir müssten ein anderes Trikot tragen. Ja, und graues. Spielanstellungen müssen wir noch was ändern. Partie, Kamera. Spanisch, Deutsch, Kommentar. Ich will echt das auslassen. So. Fangen wir jetzt mal an gegen Stuttgart. Nicht. Also, ich finde das dieses komische Training sozusagen. Ich finde es wäre viel geil, wenn man jedes Spiel davor trainieren kann. Man kann es überspringen, klar. Oder wenn man realistisch sein möchte, spielen das Training. Das ist einfach viel mehr Realistik bringen. So. So, für mich noch ein bisschen lauter gemacht an meinem Fernseher. So, let's go. Oh, Goretzka. Auf geht's hier. Alaba. Mir fehlt ein bisschen der Kommentator. Ich habe eigentlich immer Kommentator an. Aber ich habe es ausgeschaltet einfach, weil es mehr Freiräume gibt im Allgemeinen. Also, was heißt mehr Freiräume? Man hat nicht so einen, also wenn man reden möchte, hat man nicht so einen nervigen Hintergrund. Abschlag von Zieler. Ah, Spieler im Fokus. Wer wohl? Robert Lewandowski. Man könnte auch auf Englisch reinschreiben, weil
Es gibt ja so Süle. Ja, Lucas Hernandez und Alaba. Lucas Hernandez und Niklas Süle beide. Ehrlicherweise passen perfekt zusammen. Was Fußball angeht. Oh, Gnabry. Gnabry. Dies gibt's nicht. Muss mir ein bisschen mehr wieder konzentrieren, sonst macht Stück gleich ein Tor. Boré. Also ich schätze, dieses Video wird in... Entweder kommt's heute oder morgen raus. Also für euch dann Samstag, glaube ich. Oh, faul. Aber eher eigentlich faul von Askasi war. Stark an der Bar. Javi Martinez. Immer noch Javi. Jetzt muss er gegen Beck und gegen Kempf ran. Das gibt's doch nicht. Dummes Spiel. Lewandowski, Leon Goretzka, faul hier von einem aus. Und Neuer. Sané. Thiago. Also, das Spiel ist sehr langweilig, sag ich mal. Also Bayern macht einfach kein richtig gutes Spiel. Aber sie könnten deutlich besser spielen, abseits von Beck. Wenn wir immer den Ball verlieren, weil ich zu lang am Ball bin. Und ich bin ja nicht schlecht, was FIFA angeht. Aber... einfach nicht mal gemein. Noch nicht gut. Javi, Thiago. Goretzka. Immer noch Goretzka. So, immer noch unentschieden. Ja gut. Was soll ich dazu sagen? Muss ja mal besser laufen. Thiago. Goretzka, Thiago. Goretzka haut ihn einfach mal komplett um.
Da kriegt der Goretzka seine gelbe Karte. Oh, Goretzka. Wieder Spiel Lewandowski, wieder Spieler im Fokus. Und das zweite Mal in diesem Spiel, Leute. Das kann es einfach nicht sein. Das kann es einfach nicht sein, dass ich sogar so scheiße bin. Ich denke mir, dass Bayern mich irgendwann rausschmeißt. Lewandowski. Thiago. Thiago Ekwall. Müsste es eigentlich ergeben. Was? Ja, er wird da gerade gestoppt, er schießt und dann wird er gestoppt eigentlich. Kotzend. Ich sag so, wie es ist. Oh, und so. Mich. So, Goretzka. Was? Was? Kein Elfmeter? Ja, da rege ich mich auch auf. Lewandowski. Das gibt's doch nicht. Zieler. Sanchez. Oh, Zieler. Zieler hält wieder Bayern, wieder Stuttgart im Spiel. So. Lewandowski. James, Sanchez. Wieder Aufbau. Auf der anderen Seite steht Kimmich. Kein Abseits eigentlich. Das gibt's nicht. Einfach stark von Stuttgart. Igeln sich da hinten so krass ein. Ah! Einfach mies. Sich vom Schuss reinzulaufen. Ja, Knappe geht da runter. Ist. Was zum Kuckuck? Wir haben es jetzt. Ja, okay. Also ich schätze, ich nehme 10 Minuten gerade auf. Bisschen mehr wie 10 Minuten. Sanchez, genau. Neuer. Ja, jetzt so langsam traut sich halt auch Stuttgart. Das ist schlecht für mich, weil ich eigentlich komplett immer auf das Tor verschieße. Das gibt's nicht. Also, ich bin ja gerade nicht der Beste, klar, aber auch nicht der Schlechteste. So schlecht, wie ich gerade spiele, habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Das war echt FIFA 15 mal, boah. Neun Zieler wieder. Wieder stark. Also, der hält Stuttgart im Spiel und ist halt nicht... Nicht schön, sag ich mal. Das ist weniger wie schön.
Kingsley, komm mal, der muss jetzt ausrichten. Robert Lewandowski, endlich sein Tor jetzt. 85 Spielminute. Feiern freut sich, wie er, als ob sie Champions League gewonnen hätten. Ein Tor, endlich. Davies kommt jetzt rein. Für Goretzka, also Davies Mittelfeld ist schon, finde ich, eigentlich keine schlechte Idee. Das hat ja auch letztes Mal schon gut funktioniert, stark vom Command. Der spielt nächstes Mal Sanchez. Davies. Da ist Davies. Da ist Davies. Der bringt da richtig Fahrt. Nein, ah! Kaiserschmann. Badstube. Das geht's nicht. Boré. Geil. Gut so. So. Jungs nach vorne schicken und dann Abschluss hauen. Langer Ball. Guck mal. Schade, wenn der den gekriegt hätte, dann wäre alles gut gewesen. Damit wird es sehr gefährlicher. Javi. Davies. Damit gewinne ich. Wunderschön, gewinne ich jetzt. Erstes Spiel. Zweites Spiel. Mit 3 Punkten. Mit einem Tor. Krass. Gesundheit. Bastian Meyer nehme ich runter. Jetzt kommt der für Jan Peter Arp rein, dass er trainiert werden. Ich komme mal kurz wieder müssen. Was für Timo Werner und so angeht, werde ich irgendwann später holen. Ich würde sagen, noch ein Jugendstab wäre ich nicht schlecht. Na. Vier Sterne, Scout. Nein, wer war ja schon. Schweiz. Ich glaube, in Schweiz haben die auch ein Trainingslager, also daher. Warum nicht? Nicht Trainingslager, aber auch Talente daher. Also daher. Sanchez wurde die Freikampfsumme gezahlt von Brighton. Die werde ich mir direkt einen kleinen Trick anwenden. Die könnt ihr auch benutzen. Einfach einen neuen Vertrag geben. Dann passt es wieder. Gegen Bayern 04 geht es. Ich brauche einen neuen Controller. Ich lasse den, passt schon. So. Davies hat gut gespielt. Das soll es auch von diesem Part gewesen sein. Macht euch gut.